Zwei Rettungsschiffe suchen im Mittelmeer nach einem sicheren Hafen. An Bord insgesamt mehr als 160 Migranten. Italien und Malta wollen sie nicht anlegen lassen. Vor allem die Lage auf der Open Arms ist angespannt. Eine Frau ist im 9. Monat schwanger und hat Wehen. Auch die Alan Kurdi der deutschen NGO CI steckt weiter vor Lampedusa fest. Bald könnte ein drittes Schiff dazukommen. In Frankreich ist die Ocean Viking von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen bereit zur Abfahrt ins Suchgebiet vor Libyen. Rom hat seinen Kurs gegen Seenotretter jüngst verschärft. Mit hohen Geldstrafen will Innenminister Matteo Salvini ihre Arbeit in Italiens Gewässern praktisch unmöglich machen. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach Italien nun Unterstützung. Man brauche einen neuen Migrationspakt, der Länder wie Italien, Spanien und Griechenland entlaste. Eine Einigung zur Verteilung von Flüchtlingen scheiterte bislang vor allem am Widerstand von EU-Staaten wie Ungarn und Polen.